Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Glatsch. So, ja, wir schauen jetzt mal erstmal in die News rein. Und da sehen wir nach wie vor das Gleiche. Jetzt gehen wir direkt in den Item Shop und gucken mal, was hier so am Start ist. Hier haben wir jetzt den Raven Skin. Und der Raven, ich finde den richtig, richtig geil. Und von mir verdient der Raven tatsächlich nach wie vor eine 10 von 10. Ich finde den sensationell cool. Der Raven Skin. Schauen wir doch mal, der Raven, wie aktuell so die Bewertungen sind, was den Raven anbelangt. So. Da haben wir hier 4,45 von 5 bei 80 Votes am 6. April 2018 das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem, 270 Reminders gesetzt. So, dann haben wir hier den Feathered Flyer, den finde ich auch richtig nice. Und der kriegt von mir immerhin, obwohl es ein Standardgleiter ist, aber mit den Flügeln 7 von 10. Und da haben wir 4,53 von 5 bei 15 Votes. Am 6. April auch das erste Mal drin. 35 Reminders. So. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Disco Brawl. Ja. Ich mag diese Picke nicht wirklich. Ja, ich mag die Picke nicht wirklich und ja, aber sie ist trotzdem außergewöhnlich und ich gebe dir immerhin mal 6 von 10. Aber ich weiß, der Herr Sofort mag die auch sehr gerne. Mein Fall ist jetzt nicht so wirklich, aber jetzt gucken wir mal hier. 4,4 von 5 bei 15 Votes, 31. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 16 Mal schon. So, dann kommen wir hier zu diesem Funk Ops. Der sieht richtig, richtig crazy aus. Hier der Funk Ops mit seinem, ja, Bob da oben auf dem Kopf. Ist halt Bling Bling Style, ne? Bling Bling. Und ich gebe dem 6 von 10 im Funk Ops. 3,79 von 5 bei 29 Votes am 31. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Okay. Das ist der Funk Ops. Dann haben wir hier den Brilliant Striker. Ja. Was soll man dazu sagen? Sieht ganz nice aus, ist halt relativ schlicht, ist auch okay. Also ich gebe dem 6 von 10. So, dann gucken wir mal, Brilliant Striker, 3 von 5 bei 6 Votes nur. Ja, ist halt wirklich nicht so. Hier haben wir den Renegade, ich weiß, der ist halt hammerbeliebt, der Renegade. Aber ich gebe dir auch nur 5 von 10 oder 6 von 10. 5 von 10. Ich weiß nicht, was ich davon. Ja, bin jetzt nicht so der große Fan davon. Naja, so beliebt ist es noch nicht mal. 3,31 von 5 bei 16 Votes. Ja. Renegade. 10 mal drin gewesen. So, jetzt kommen wir zu den Emotes. Und dann schauen wir mal, was hier so gerade abgeht. Also. Er ist schon cool. Poplock ist schon echt cool, muss ich sagen. Ziemlich nice und dem gebe ich 9 von 10.
Dem Poplock gebe ich 9 von 10 und so sehen die Votes aus. 4 von 5 bei 19 Votes. 23. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. 41 Reminders. Dann haben wir hier die Stop-Ex. 5 von 10 für die Stop-Ex. 3,83 von 5 bei 6 Votes. 27. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. So, und dann haben wir als allerletztes noch den Snap. Ja. Machen Sie mal, was so schnell vorbei ist. Also, das ist jetzt tatsächlich ein Emote, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann. Und deswegen gebe ich dem Ding 3 von 10. Und der ist so beliebt, also das ist auch wieder so, der ist so beliebt. 4,5 von 5 bei 4 Votes, 41. Jetzt schreibt doch mal, also jetzt mal ernsthaft, schreibt doch mal in die Kommentare rein, wann ihr, also ob euch der Snap gefällt, ob ihr den euch geholt habt und wann ihr den tatsächlich mal einsetzt oder sowas. Also weil ich von den ganzen Emotes, die ich so kenne, finde ich den nicht wirklich toll. Also, ja, Snap halt. Schnipp. Naja, also wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Media Man Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.